So, moin moin, willkommen. Dann wollen wir mal plündern, was sich hier noch so von der Karawane absondern lässt, behalten lässt. Unten hat sich auch noch was verborgen. Und das scheint jetzt aber auch hier dann erstmal alles zu sein. Schade eigentlich. Also da würde sich vielleicht noch ein bisschen was verstecken. Nein. Dann über die Brücke und da wartet wohl dann auch zu unserer Linken ein Kampf auf uns. Oh. Alles klar. Von Nilfgaard beanspruchtes Territorium. Und wie es scheint, müssen wir erstmal hier um Einlass bitten. Oder uns den Einlass mit Gewalt holen. Moment, hier ist auch das Abreißbrett. Dann können wir auch hier nochmal neue Speer losschicken. Gut. Ja, zum Tor. Als Mewe Gatberg erreichte, sah sie sofort die schwarzen Banner über den Palisaden. Die Banner Nilfgaards. Ihre Späher bemerkten, dass die Häuser der Stadt noch intakt waren und kein Blut die Straßen bedeckte. Soldaten in schwarzen Rüstungen bewachten die Lagerhäuser, voll mit Beute umgebender Siedlungen. Interessanterweise waren es nur sehr wenige. Nur wenige Soldaten? Die Tore stehen offen. Die Kaiserlichen erwarten keinen Angriff. Wir können sie überraschen. Wir können die Stadt zurückerobern und... Und mit dem Gold abziehen, beendete Gascon. Schon eine merkwürdige Situation. Aber umgehen werden wir es garantiert nicht. Gehisste Banner, eine offene Stadt. Es kann natürlich auch zum Todeskessel für uns werden. Ja, zu den Waffen. Mewe hasste Nilfgaard und brauchte Gold für ihre Armee. Zwei gute Gründe, Gatberg anzugreifen. Sie befahl den Männern, sich kampfbereit zu machen. Nun würde man sehen, ob die Invasoren sich auch verteidigen konnten. Laufen! Essiatufna wehren! Die Schlacht von Gatberg. Die Königin hatte gefürchtet, ihre Soldaten würden um eine erdirnische Stadt Willen und Tod riskieren. Moment. Ihre Soldaten würden einer erdirnischen Stadt Willen nicht den Tod riskieren. Wozu für den Nachbarn den Kopf hinhalten, wenn das eigene Reich ebenso bedroht ist? Doch Mewes Infanterie focht grimmig und ließ nicht nach. Angesichts von Nilfgaards Ansturm wurden die Zwistigkeiten zwischen Lyriern, Temeriern und Kedwenern umstandslos beigelegt. Schließlich waren sie alle Leute des Nordens und sie mussten einander beistehen. Verkürzter Kampf mit Sonderregeln. Hinweis: greife schwächere Einheiten an. Und das Ganze mit unserem Deck. So, die Eindringlinge finde ich gut. Die Pikeniere geben uns zumindest eine gewisse Grundkräftigkeit. Ach, der Streitwagen ist ja eigentlich immer ganz angenehm, ne? Nur brauchen wir den kaum. Es sei denn, wir kriegen... Den Plünderer finde ich auch gut. Der kombiniert sich halt sehr schön mit den ganzen anderen Sachen. Gerade mit dem... Aber besser mit dem lyrischen Sensenkämpfer sogar noch. Ach, was schmeißen wir denn jetzt am ehesten raus? Wir werfen mal den Plünder. Ach, Mann, ey. Ich bin halt. Ich hätte ganz Sie gerne denken, den. Sie wären hier zu Hause. Beweisen wir Ihnen das Gegenteil. Ich hätte ja gerne Gascon auf meiner Hand gehabt.
damit durch die Kavallerie das Reihenwechseln quasi ihn stärkt. Tja, wir schauen mal, wie dieser Kampf für uns ausgeht. Wir bringen zuallererst ihn auf den Weg. Setzen gleich unsere Loyalfähigkeit ein, die wir unbedingt austauschen müssen. So, aber in der nächsten Runde können wir ja auf jeden Fall Karten ziehen. Da hätte ich dann ganz gerne Gascon. Neue Befehle? Nein? Wenn zwei verbündete Einheiten erschienen sind, verbessere diese Einheit um 6 und gib ihr Zähigkeit. Gut, dann können wir unsere Eindringlinge noch ein wenig zurückhalten. Und ich denke, wir wollen auch versuchen, gleich die erste Konfrontation erstmal für uns zu entscheiden, oder? Dann rufen wir jetzt auch die Pikeniere vor. Ich komme, ich komme. Muss eine wichtige Lektion enthalten. Aber keine Anzeichen von Kampf. Diese Bastarde müssen den Schwarzkitteln die Tore geöffnet haben. Da bin ich mir auch ganz sicher. Setzen die Loyalfähigkeit gleich noch einmal ein. So, wen wollen wir dann noch auf unsere Seite bringen? Ich denke, wir können die Bomber noch gebrauchen. Wie liegt es denn momentan überhaupt? Den Lyra würden wir noch ziehen und den Bomber glaube ich auch, oder? Wir ziehen immer 3 Karten. Welche Mist. Kavallerie ist relativ schwach, dann holen wir nochmal die anderen Bomber nach vorne. So. Dann setzen wir noch das Tonikum ein, machen ihn noch stärker, setzen dann den lyrischen Merlot ein und dann soll er mal gucken, ob er sich entscheidet, unsere Kampfstärke aufzuholen. Worauf ich hoffe. Und dann würden wir Runde 2 und 3 für uns einholen wollen. Wenn wir noch eine Runde aushalten, kriegen wir noch mehr Effekt raus, weil ich nochmal die Loyalitätsfähigkeit einsetzen kann. Aber für die müsste ich nochmal 2 Runden aufbringen. Können auch jetzt schon passen. Ne, wir nehmen die Merlot noch mit. Haben einen Vorsprung von 30 und jetzt gucken wir uns mal an, was er unternimmt, um den auszugleichen. Preise die große Sonne! Was? Ein 76er? Achso, und es ist auch nur ein Einrundenkampf. Ah, verdammt. Gut, wir laden erstmal den letzten Kontrollpunkt und bringen unser Deck mal auf Vordermann. Was haben wir überhaupt noch so für Möglichkeiten? So, wir können mehr Schätze ausrüsten. Das machen wir. Die waren immer gut. Die Rekrutierungskosten verringern ist viel zu teuer im Moment. Goldkosten bei der Herstellung reduzieren. Gewährt nach jedem Kampf 2 Rekruten. Neue Einheiten, die wir rekrutieren können, das würde ich gerne tun. Der Sensenkämpfer Plus ist stärker. Der Graue Reiter. Wenn eine andere verbündete Einheit ausgespielt wird
oder in eine andere Reihe verschoben wird. Verschiebe diese Einheit auf die Position neben ihr und verbessere sie um 1. Das harmoniert natürlich wunderbar mit Gascon. Was haben wir in der Werkstatt? Mewes Bewegungsgeschwindigkeit erhöhen oder auch nochmal neue Rekruten, aber dann haben wir nichts mehr übrig irgendwie. Oh, Feldsanitäter können wir uns wiederholen. Und lyrische Pfadfinder. Entferne alle Reiheneffekte von deiner Seite. Ziehe nach 3 Zügen die oberste Karte. Nett. Nett, nett, nett. Karten, die uns helfen, mehr Karten zu behalten, sind natürlich ein Traum. Wir gucken aber erstmal, was hier überhaupt noch so alles funktioniert. Oh, wir können uns mit 9 Leuten unterhalten. Hier haben sie sich alle eingefunden. Naja, dann. Ja, Hoheit. Ah ja, wir heulen uns erstmal bei Renard über Caldwell aus. Es ist unverzeihlich, dass ich Caldwells Intrigen nicht durchschaut habe. Er muss seinen Verrat Monate, nein, jahrelang geplant haben. Und ich habe nichts geahnt. Euch trifft keine Schuld, Hoheit. Das sagst du so leicht. Wenn ich nur rechtzeitig... Nilfgaard hätte einen anderen Verräter gefunden. Oder einen Mörder geschickt. Was passiert ist, war unausweichlich. Die Schwarzkittel hätten trotzdem angegriffen. Und wir hätten das Land nicht auf dem offenen Schlachtfeld verteidigen können. Also, hättest du beim Rat der Edlen für die Kapitulation gestimmt? Nein. Meine Ehre hätte es mir verboten. Ich hätte mich ins Gefecht gestürzt und wäre wohl ein Narrentod gestorben. Nun habe ich immerhin die Chance, die Pläne der Eindringlinge zu vereiteln. Eine böse Wende des Schicksals. Ich muss Graf Caldwell fast dankbar sein. Ja, wie tief sind wir gesunken? Ich kann es nicht glauben. Ich, Mewe, Königin von Lyrien und Rivien, muss mich wie eine Verbrecherin im Busch verstecken. Und du, General Renard Odo? Du hattest 4 Infanterie-Aufklärungsregimente befehligt. Und führst nun eine Bande aus Deserteuren, Banditen und sensenschwingenden Bauern an. Ich führe sie mit Stolz an, Hoheit. Nicht lustig, Renner. Hoheit, ich habe 10 Jahre unter eurem Ehemann gedient und 8 weitere unter euch. Und nie habe ich für eine bessere Sache gefochten als heute. Das ist kein Grenzstreit und keine Bauernrevolte. Das ist ein Kampf um den ganzen Norden, um unsere Freiheit. Nur ihr habt nicht nachgegeben, nie in Betracht gezogen, euch Nilfgaard zu beugen. Du siehst ja, was es mir beschert hat. Es ist nur der Anfang, Herrin. Und ich werde alles geben, um euch zum Sieg zu verhelfen. Ich muss nun gehen. Der gute Renard. Und Gascon, unser Streunerkönig? Also, Gascon, wie bekommt ihr das Soldatenleben? Ist eigentlich nicht viel anders als das Räuberleben. Ja? Wie das? In den Zelten ist es kalt, das Essen ist beschissen, aber man hat meist was Warmes in der Kehle. Wir raufen uns mit den Nilfgaardern und den Elfen und dann rauben wir sie aus. Du meinst, wir requirieren, gemäß den Grundsätzen des Krieges. Ja, Vokabular. Bitte, halten wir uns nicht mit Haarspaltereien auf. Ja, wie er zu dem Titel, dem Herzog der Hunde, gekommen ist, interessiert mich eigentlich tatsächlich. Ein seltsamer Mensch, der sich hier seine lockere Art irgendwie bewahrt hat, obwohl er die ganze Zeit eigentlich ja, auf Messerschneide mit dem Tod und dem Galgen getänzelt hat und auch jetzt durchaus in Lebensgefahr weilt. Warum Herzog der Hunde? Keine Ahnung, ob ich dir das erzählen soll. Ist eine persönliche Sache. Bitte erzähl. Tja, ich bin wie ein Werwolf. Wie ein Werwolf? Nur, wenn der Vollmond am Himmel steht, werde ich nicht halb Wolf, sondern halb Dackel. Alle anderen Hunde der Nacht warten auf meinen Befehl. Au! Alles klar, Gascon. Vergiss es. Mit Vergnügen.
Eine Sache lässt mir keine Ruhe. Wie sind die Streuner in den Turm in Lyrien eingebrochen? Es gab eine Schwachstelle. Ach ja? Ich habe mir den Bau selbst angesehen. Die Wände sind 1,5 Meter dick. Die Gitter aus dem stärksten Eisen. Ja, ja, schön und gut, aber wie viel bezahlst du den Wachen? Was? Ich weiß nicht. Das ist Aufgabe des Garnisonskommandanten. Nicht viel, Mewe. Überhaupt nicht viel. Vom Thron aus übersieht man leicht all die kleinen Dinge. Zum Beispiel die Geldsorgen des Wachpostens, seine Wünsche. Für einen Banditen ist das selbstverständlich. Um in eine Burg zu kommen, braucht man nur einen Beutel voll Gold. Wohl gesprochen. Zeit zu gehen. Leb wohl. Ja, Gascon kennt natürlich die Bedürfnisse der Leute wesentlich besser als Mewe. Also, zumindest teilweise. Wie geht's, Ryler? Hat dir der Quartiermeister ein Zelt gegeben? Er wollte es. Oh, und? Ich hab's verweigert. Ich schlafe lieber unter freiem Himmel. Dann kann ich nicht so leicht überrumpelt werden. Tja, außer vom Regen vielleicht. Ich bin nicht aus Zucker. Ich schmelze nicht. Frauen sind selten in der Armee. Erst recht in den Spezialtruppen. Wie kamst du da rein? Ich habe mich bewährt. Nun, natürlich. Aber wie? Als ich 15 war, wollte ich zur Armee. Aber der Feldwebel hat sich geweigert, mich zu rekrutieren. Also habe ich gewettet. Wenn ich ihn im Armdrücken besiege, nimmt er mich auf. Sonst kriegt er 100 Kronen von mir. Du hattest so viel Geld? Auf keinen Fall. Darum musste ich gewinnen. Als wir uns an den Tisch gesetzt haben, hat er geschnaubt und den Ärmel hochgerollt. Als es vorbei war, hat keiner mehr gelacht. Danach habe ich Befehle befolgt. Gut genug, um die Aufmerksamkeit des Königs zu gewinnen. Ich muss los. Ich habe das Gefühl, dass die Stimme von Ryla die Stimme von Mila Kunis ist. Was ihrem kämpferischen, kriegerischen, robusten Charakter eine unfreiwillige Komik verleiht. Aber gut. Und dann haben wir natürlich noch unseren Ritter Eik, der für mich auch nicht alle Latten am Zaun hat. Herrin, gut, dass ihr hier seid. Seht euch diese Sündhaftigkeit an. Nicht alle Latten am Zaun. Ich sehe ja, Ritter Eik, aber ich weiß nicht ganz wohin. Renard und Gascon, eure Hoheit. Dort drüben. Sie spielen Karten. Oh nein. Ah, darum geht es also. In der Tat, sehr gut. Gut? Glücksspiel ist Teufelswerk. Es verdirbt die Seele und vergiftet das Herz. Aber, ein gut gemachtes Kartenspiel, das ist doch kein Glücksspiel. Das ist Taktik und Strategie. Sorge dich nicht um Renards Herz. Und Gascon? Bei ihm ist es ohnehin schon zu spät, fürchte ich. Außerdem, sie müssen anfangen, sich zu vertragen. Und wenn dazu ein bisschen Glücksspiel nötig ist. Wie lange ziehst du schon gegen Monster ins Feld? Fast 20 Jahre, Herrin. Wenn auch mit einer langen Unterbrechung. Was ist passiert? Wurdest du müde, ein fahrender Ritter zu sein? Ganz und gar nicht. Ich werde nie ruhen, die Welt von Abschaum und Abscheulichkeiten zu befreien. Aber manchmal setzen sie sich gut zur Wehr. Ich zog einst aus, einen Drachen zu erschlagen. Einen goldenen, genauer gesagt. Er hieß Wille Tretormeft oder ähnlich abscheulich. Ihr seht, Herrin, selbst sein Name war grotesk und schauderhaft. Das Versprechen von klingender Münze lockte auch viele fähige Söldner an. Die Haudegen von Krinfried, Japen Zigrin und seine Kompanie Zwerge. Ja, selbst einen Hexer und die lüsterne Zauberin Yennefer. Oh, wie schlimm, wie schlimm, wie schlimm. Da habt ihr wahrscheinlich einstecken müssen. Mhm, habe von ihr gehört. Aber als die Bestie uns schließlich zum Duell herausforderte, stellte nur ich mich ihr entgegen. Es beschämt mich zu sagen, dass ich diesem Kampf nur halbtot entkam. 2 Jahre lang pflegte mich Mutter Nenneke, gesegnet sei sie, im Tempel der Melitele in Elanda.
Erst als ich mein Schwert wieder heben konnte, kehrte ich auf die Straße zurück. Und der Drache, was wurde aus ihm? Manche behaupten, er sei nach Serikanien geflogen. Aber ich wäre nicht überrascht, wenn er immer noch hier lauerte, um die Menschen des Nordens erneut zu terrorisieren. Erzähl mir über das gute Buch. Hat er da von uns gegenüber mal irgendwas erwähnt? Kann schon sein, oder? Hat das gute Buch eine Antwort auf alle Fragen? Ja, ausnahmslos. Was rät das Buch einer Mutter, die von ihrem Sohn verraten wurde? Sanfte Vergebung oder unnachgiebige Härte? Moment. Lasst mich nachdenken. Es gibt einen Abschnitt im zweiten Kapitel. Ein Kind, das Mutter und Vater trotzt, verdient strenge Züchtigung. Schlage entschlossen zu, wenn dein Herz deiner Hand nicht Einhalt gebietet. Ich sitze hier grinsend. Ha, ja, naja, strenge Züchtigung, wenn dein Herz deiner Hand nicht Einhalt gebietet. Schwieriges Thema. Aber das könnte man ja so oder so auslegen. Sei du dein eigener Richter und Herrscher, sprach der Prophet Majoran, denn alleine du bist verantwortlich für deine Taten. Eine gewisse Weisheit ist dem Ganzen nicht abzuerkennen. Aber es macht natürlich die Entscheidung auch nicht einfacher. Tja, in diesen Worten liegt gewisse Weisheit. Ja, Majestät, man muss nur tief genug in die Verse blicken. Und in sich selbst. Vor allem in sich selbst. Na dann. Leb wohl, Ike. Eine seltsame Truppe. Aber eine gute Truppe. Und jetzt wollten wir natürlich einmal unser Deck beschauen. So, ja, der Moraner Ruhestein, der ist einer der Runensteine, ist einfach viel zu schwach, da tut sich fast gar nichts. Und leider ist die Trophäe nochmal was anderes und kein Schatz. Das Ablenkungsmanöver nehmen wir ruhig nochmal mit rein. Verwandle eine Einheit in einen Bären, können wir auf jeden Fall auch nochmal machen. Zerstöre die stärkste Verbündete und spiele zwei Verbündete aus dem Friedhof aus. Finde ich auch gut. Probieren wir das mal aus. Warum nicht? Die Basisstärke aller gegnerischen Einheiten wiederherkommen. Dann nehmen wir erstmal auch nochmal den Bären raus und spielen nochmal die Meteoriumbombe, weil die Nilfgaarder natürlich oft damit arbeiten, dass sie halt ihre Einheiten verstärken. Da sind viele interessante Möglichkeiten mit dabei. So, was haben wir ansonsten denn jetzt hier überhaupt noch drin? So, der Plünderer. Er hat natürlich eine absolute Randerscheinung. Wir nehmen den erstmal aus dem Deck. Renard. Würde funktionieren, wenn wir mal mehr Einheiten hätten, die Befehl haben. Ah ja, hier. Spiele eine Karte aus deinem Deck. Befindet sich diese Einheit auf der Hand, im Deck oder auf dem Schlachtfeld, kräftige sie, wenn immer eine Skoyatell-Einheit zerstört wird. Sehr spezifisch. Dann haben wir natürlich noch Gascon, den kennen wir mittlerweile. Ritter Ike. Wann immer einer verbündeten Einheit Schaden zugefügt wird. Den möchte ich auf jeden Fall im Deck haben. Kann mir mal jemand sagen, warum unser Deck... Das verstehe ich jetzt allerdings nicht so ganz. Warum ist jetzt die... Source, hätte das Deck so, wie wir es vorher hatten, gar nicht existieren dürfen? So sieht es gerade aus, ne? Also die Pikeniere können wir rausschmeißen. Ich verstehe das immer noch nicht. Was müssen wir denn machen, um das mal auszuwerten hier? Dann haben wir diese unsäglich vielen... Oh, wir sind sogar die Sensenkämpfer Plus. Okay. Die Streunerkavallerie ist halt relativ schwach. Alchemisten können ja fast gar nichts mitnehmen. Was kostet uns denn einer von denen? Naja, einiges, aber auch nicht so viel. Streitwagen.
Können wir nochmal einen einfach nur drin lassen. Dann haben wir die Kavallerie. Streuner Eindringlinge finde ich gut. Oha. Also das Nahrungsmaximum, das ist jetzt richtig, richtig, richtig knackig. Gut, wir haben jetzt Gascon in dem Deck. Der wird gekräftigt, wenn sich Einheiten verschieben. Eik ist eigentlich unser Trumpf. Wenn immer eine verbündete Einheit schaden, dann wird diese um 1 gestärkt. Das kommt halt relativ häufig vor. Den Streitwagen kann man halt mit dem Merlu ganz gut kombinieren und dem Krafttonikum. Ansonsten haben wir natürlich noch unsere Loyalitätsfähigkeiten. Füge einer gegnerischen Einheit und denen mit derselben Stärke 4 Schaden zu, ist vielleicht immer noch gerade die beste. Die nehmen wir mal. Gut, gut, gut. Alles klar. Ich werde nochmal überlegen, ob das jetzt hier mein finales Deck sein soll oder nicht. Und dann stoßen wir in der nächsten Folge noch einmal gegen die nilfgaardische Besatzung vor und werden uns dann auch diese Stadt einverleiben. Bis dahin, euer Rockshar.